Guten Tag, liebe Bundesbürgerinnen, Bundesbürger und was sonst noch so rumkreucht und fleucht hier im Land. Ich will Ihnen mal ganz kurz erklären, weil es ja einige Probleme gibt mit den neuen Verordnungen, mit den neuen Regeln. Also das ist so, wir haben das ganz genau uns überlegt, wie wir das machen. Ne? Ist jetzt zum Beispiel auch so wichtig, dass ich habe auch dem Wieler gesagt, du kannst das so nicht machen, ne? Mit den Regeln, mit Genesen, erst ein halbes Jahr und dann hast du, dann hast du 3 Monate. Ich meine, sind wir mal ehrlich, stellen Sie mal vor, Sie fahren über den Bodensee. Ja? Da sind Sie in Deutschland 3 Monate, in Österreich sind Sie 6 Monate, aber 12 Monate in der Schweiz. Da ist jetzt die Frage, wo fahre ich denn hin? Das ist immer das Problem, gerade am Bodensee. Ne? Ich habe das dem Wieler gesagt. Und ich habe auch gesagt, also Wieler, habe ich gesagt, so geht das nicht weiter. Wenn du noch mehr solche Faxen machst, dann ist es fort, dann bist du weg. Ne? Also das geht so nicht weiter, ich sage Ihnen das. Und auch mit der Maskenkacke, ne? Dass jetzt überall die Pflicht ist, FFP2-Masken zu tragen, gerade in Hessen. Ne? Jetzt dürfen sie ja wieder alle in die Läden rein, aber sie müssen überall FFP2, also wissen, was ich meine, diese Masken da, die aussehen wie ein umgedrehter Entenschnabel. Und ich habe zum Habeck gesagt, Habeck, seht zu, also ich sage Ihnen, wie es ist, wir haben noch Millionen von dem Scheiß auf Lager und das muss eben weg. Ne? Und deswegen, damit der Lager leer werden, machen wir die ganzen Regeln. Ja? Dass sie alle jetzt FFP2-Masken tragen, damit dann alte Zeug wegkommt, dass wir neues Zeug bestellen können, falls mal wieder ein Virus kommt. Ne? Kann ja sein, dass das vielleicht ein Virus ist, der nicht die Lunge angreift, sondern vielleicht der Darm. Und da brauchen wir Windeln. Und deswegen brauchen wir die Hallen und die Lager. Und deswegen müssen Sie jetzt die ganze Zeit die FFP2-Maske tragen. Ich hoffe, ich habe Ihnen da ein bisschen helfen können jetzt und wünsche Ihnen alle Gute, Gesundheitsminister. Ne?